Spielplatz-Olympiade, organisiert vom Verein Alma Terra, Motto weg vom Computer, rauf auf den Spielplatz. Und an den Wettkämpfen der Olympiade beteiligen durften sich Kinder von 6 bis 10 Jahren. Mit Spielen war aber natürlich auch den ganz Kleinen erlaubt. Rollerfahren oder Flaschen, Kegeln, Bogenschießen war auch dabei. Kinderschminken natürlich, all das konnten die Kinder von ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern betreut hier heute erleben. War eine tolle Sache. Das Highlight war aber natürlich, kann man nicht anders sagen, der Rekordversuch im Sackhüpfen. 50 Personen in einem Sack mussten eine Strecke von 10 Metern schaffen. Man musste das taktisch angehen, merken wir. Und bei den hohen Temperaturen und so vielen Leuten war das nicht so einfach. Dennoch von Erfolg gekrönt. Allerdings, das ist aber auch gut so, allen wurde reichlich warm. Und wo jetzt schon wieder draußen die Sonne ist, warm wird es morgen auch. Morgen weiter. 18 Grad. Mittags sonnig, 31 Grad.